So, da bin ich wieder, Corona Transformation Tagebuch, Teil 146. Es ist jetzt gerade Mittagszeit, eine kleine Pause im Lotopia-Projekt. Und ich hatte ja schon gesagt, dass ich eigentlich diese Woche vor allen Dingen über dieses Projekt reden möchte. Jetzt gar nicht nur einfach erzählen, was da so passiert, sondern vor allen Dingen so von dieser Fragestellung ausgehend, was bedeutet es eigentlich, wenn du so ein Projekt komplett digital umsetzt? Also was ist eigentlich, das ist ja ein digitales Experiment quasi, das ich jetzt über 2 Wochen lang jeden Tag von ja, 8:30 Uhr bis 20:30 Uhr, 21 Uhr in diesem Raum, in diesem Zimmer sitze. Ich bin reich beschenkt, dass ich ein so großes, angenehmes Arbeitszimmer habe. Viele Menschen in der Corona-Krise haben das nicht, müssen von zu Hause arbeiten, sitzen letztendlich gesehen irgendwo am Küchentisch und die Kinder spielen dann noch irgendwo mit und so weiter und so fort. Also da habe ich eine einzigartige Situation. Trotzdem ist es was sehr Besonderes, weil es wirklich bedeutet 8:30 Uhr bis 20:30 Uhr inklusive des Wochenendes. Also wirklich, das ist ein sehr, sehr krasses Experiment, eine sehr große Kraftanstrengung auch. Bis jetzt läuft es sehr gut, muss man sagen. Es ist sehr interessant, wie man so sein Umfeld, seinen Raum wahrnimmt, wie man, obwohl ich jetzt ja schon die ganze Corona-Zeit nur noch von diesem Raum aus quasi arbeite, ist es noch was Besonderes, wenn du wirklich dann nichts mehr anderes machst. Ja, also auch nicht mehr, ich höre jetzt keine Musik mehr, kann gar nichts mehr, ich mache kurz dieses Video, werde dann noch schnell irgendwie so eine asiatische Nudelsuppe essen. Es ist übrigens sehr faszinierend, dass wir so jemanden wie ich, der versucht immer gesünder zu leben und auch sowas wie Glutamat und so weiter und diese ganzen Fertiggerichte aus seinem Leben verbannt hat, schon vor längerer Zeit, dann plötzlich ankommt und sagt, bei diesen Asia-Nudelsuppen, in diese Tütensuppen, die esse ich immer ganz gerne. Könnte man jetzt lange diskutieren, wo das herkommt, ja. Aber ich finde, es ist eine sehr spannende Sache. Übrigens für diejenigen, die jetzt zu alles dicht machen, noch was hören wollen, ich werde da auch noch mal was zu veröffentlichen, aber zugegebenermaßen möchte ich gerne ein finales Video noch machen, das vielleicht noch mal versucht, alle diese Gedankengänge, die jetzt gerade im Raum stehen, alles, was da so passiert ist, auch nochmal zusammenzufassen, vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit zu entwickeln, wie wir damit umgehen können. Ja, also auch das ist so ein Punkt, vielleicht zusammenzuführen statt zu teilen. Und ich möchte das gerne gut vorbereiten, mir noch ein paar Gedanken machen. Das wird vielleicht noch 1, 2 Tage dauern. Und sollte dann die Diskussion um alles Dichtmachen gar nicht mehr da sein, dann werde ich es trotzdem posten für diejenigen, die das in irgendeiner Form dann interessiert. Ja, also ein digitales Experiment. Und wie ist das so? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt so ganz für diejenigen erstmal, die Lotopia noch nicht kennen, machen wir es mal so. Ein Projekt, das ich zusammen mit meinen beiden Kollegen, Dagmawi Bedilu und Betle Mantine aus Addis Abeba durchführen. Das ist ein Projekt für die Stadt Ludwigshafen, genauer gesagt für das dortige Kulturbüro. Und dieses Kulturbüro veranstaltet dieses Projekt Lutopia. Und bei Lutopia geht es darum, dass diese Stadt Ludwigshafen einen, ja, eigentlich mittendrin steckt in einem umfassenden Veränderungsprozess, auch städtebaulicher Art. Die haben zum Beispiel eine Hochstraße mitten durch die Stadt und die wird jetzt wohl verschwinden und so weiter. Und viele andere Dinge passieren da gerade in allen möglichen Variationen. Und die Frage ist, was bedeutet das für eine Stadt? Das ist eine Stadt, die sich in einem tiefen Transformationsprozess befindet. Und nun ist ja die große Frage, was bedeutet das eigentlich für die Menschen, die in dieser Stadt leben? Ja, also wie kann man damit umgehen? Ja, das ist ja das, was wir immer wieder sehen. Wir verändern Städte und es stehen große Herausforderungen für die Städte an, gerade auch im Bereich der Corona-Krise. Also die Diskussion um die Innenstädte zum Beispiel, wo es ja auch die Frage, wie wird Innenstadt in Zukunft aussehen? Und da kann man sehr viele Prozesse angehen, sehr viele Projekte machen. Ich habe auch die ein oder andere Aktivität diesbezüglich in Deutschland mir schon ansehen können. Aber eine weitere Frage, die natürlich wichtig ist, ist die, wie wird eigentlich das Leben in der Stadt, in der ich lebe, mit diesen Veränderungen dann aussehen? Und das ist was, was wir in partizipativen Prozessen nicht so oft machen. Wir haben sehr oft diese partizipativen Prozesse, wo es darum geht, die Stadt der Zukunft zu denken, ja, und dann laden wir die Menschen ein auf unterschiedlichsten Formaten. Da gibt es ganz viele Ansätze, sehr spannende Ansätze auch, die Menschen quasi an diesem Prozess, diesem Entscheidungsprozess, wie soll die Stadt der Zukunft aussehen, sie daran zu beteiligen. Ja. Und wir gehen einen etwas anderen Weg, weil wir sagen, das eine ist dieser Beteiligungsprozess und auch die Arbeit damit in irgendeiner Form, auch die Frage, wie wir die Stadt dann als Rahmenmodell verändern. Aber die andere Frage ist natürlich die, was bedeutet das für mich als Menschen, der darin lebt? Also wann beginnt eigentlich dieser Prozess? Dass ich mir das selber mal überlege und auch mit anderen überlege und auch überlege, so welche Variationen ergeben. Das war jetzt die Tür zu, weil ich die Fenster aufgemacht habe, weil ich jetzt seit wieder ein paar Stunden hier drin bin. Das passiert dann auch. Und da ich das ja mehr oder weniger live aufnehme, sprich, ich werde es jetzt auch nicht rausschneiden, da ist einfach mal eine Tür zugefallen. Das soll auch so sein. Man kann es als Zeichen sehen, vielleicht gehen da jetzt Türen zu oder irgendwas, keine Ahnung. Nein.
Und das ist es. Und das Besondere ist halt, wir wollten dieses Camp komplett offline, analog in Ludwigshafen machen. Und durch diese Pandemiesituation ist das nicht möglich. Ja, also machen wir es komplett online. Und es ist ein Riesenaufwand. Wir müssen also Folgendes, man muss sich das so vorstellen, wir gehen alle morgen, also der Kern, SOSLab, also Betty, Dagmarvi und ich, wir gehen um 8.30 Uhr morgens online. Wir sind quasi bis 20.30 Uhr, 21 Uhr auch da unterwegs. Ja? Und da gibt es ein von der Stadt Ludwigshafen zur Verfügung gestelltes Videokonferenz-Tool, ein System, das basiert auf WebEx. Und jeder kann übrigens daran teilnehmen. Das ist nochmal eine große Einladung an alle, die dieses Video sehen. Kommt vorbei, werdet Teil von dem Projekt. Nur auf den Link klicken und ihr seid bitte dabei. Ihr seid bei uns. Ja? Geht einfach wunderbar. Lohnt sich auf jeden Fall. Also, das ist so das, mit dem wir gerade arbeiten. Wir gehen da morgens online, wir treffen uns und dann muss die gesamte Logistik da dran stehen. Ja? Also alles, was wir machen, muss online geschehen. Und trotzdem wollen wir ja in der analogen Welt Wirkungen erzeugen. Und das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ja? Wir haben uns nicht vorbereitet, ich habe Massen an Tütensuppen gekauft und dies und das. Also wir haben erstmal so ganz überlegt, so was musst du eigentlich machen, wenn du quasi die ganze Zeit an diesem Ort bist. Ja, und wir haben es am Wochenende, jetzt habe ich es mir mal erlaubt, das iPad öfter zu nutzen und bin dann einfach mal sogar gestern auf den Balkon gegangen und habe so ein bisschen Sonne getankt, während ich gearbeitet habe. Aber das ist sowas, du gar nichts anderes mehr machst. Ja? Also jetzt ist quasi das hier wirklich so mein Ort. Und immer dann, wenn eine Kamera da ist oder ein iPad da ist oder irgendwas, das ist dann das, wie ich arbeite. Das ist das, wo meine Lebensrealität jetzt gerade herkommt. Und ich bin abends einfach völlig erschöpft. Also man macht da abends dann nichts mehr, sondern man geht dann abends raus. Man will eigentlich auch nicht mehr Fernsehen zugegebenermaßen. Man will eigentlich nur so in einem, man ist in so einem Dämmermodus quasi. Und das war es dann letztendlich gesehen. Und schläft dann ein. Und ich merke auch, wie man sukzessiver müder wird. Auch das merke ich. Und was mir auch auffällt, ist, dass sich so mein Bewegungsraum ja immer mehr verkleinert. Ja, also das heißt, ich merke schon, wie ich immer weniger wahrnehme, dass ich in Nürnberg wohne. Ja, das war zu Corona, also bevor diesem Projekt noch ein bisschen anders, weil auch da war ich am Arbeiten in diesem Raum, weil ich bin rausgegangen in den Garten, dies und das und jenes. Und jetzt ist das alles, diesen Ort, den man jetzt so halbwegs sieht, das ist mein Ort. Das ist mein Lebensraum, ja. Gut, ich schlafe jetzt nicht hier drin, aber und es ist sehr spannend zu sehen, wie sehr sich das reduziert, ja. Und wie ich auch diesen Ort immer anders wahrnehme, ja, und wie ich auch mit ihm umgehe zum Beispiel. Und warum erzähle ich das alles? Das soll jetzt gar nicht so esoterisch klingen, sondern der Grund, warum ich das erzähle, ist schlichtweg der, weil ich gemerkt habe, wir müssen daraus resultierend, oder daraus kann ich zumindest nochmal Rückschlüsse ziehen, wie wir eigentlich digitale Tools nutzen können und was es auch bedeutet, in so einer Krisensituation wie der Corona-Situation zu leben. Denn natürlich werden wir auch in Zukunft erleben, dass sehr viel über Videokonferenzen stattfinden wird. Also mir ist bewusst, das Leben, was ich vorher hatte, dass ich da viel gereist bin und so weiter. Das eine oder andere wird sicherlich noch möglich sein, aber wir werden sicherlich auch sehr viel mehr über Videokonferenzen machen. Das ist für mich auch schön teilweise, weil ich sagen kann, ich kann mehr bei meiner Familie sein zum Beispiel. Aber es ist natürlich auch eine Veränderung. Es ist eine sehr starke Veränderung und ich muss mir schon überlegen, wie sehen die Formate dann aus? Ja, also wie arbeite ich mit diesen, wie entwickle ich Formate, die mir bei Videokonferenzen die Möglichkeit geben, nochmal ganz anders an dieses Thema ranzugehen. Wir haben das jetzt in Lotopia beispielsweise probiert, dass wir machen ja tägliche Workshops und wir machen Abendveranstaltungen. Wir müssen uns immer überlegen, wie triggern wir quasi dort die Menschen, wie nehmen wir sie mit auf so ein Journey halt, was können wir tun? Und wir versuchen da auch maximal diese Optionen, die uns so ein Videokonferenztool ermöglicht, irgendwie auszuprobieren mit sehr vielen spannenden Sachen. Dazu werde ich sicherlich in den nächsten Tagen noch mehr machen. Das soll erstmal so ein erster Einstieg sein, so ein bisschen zum Nachdenken, ehe ich jetzt wieder mal schnell eine Tütensuppe mache und dann geht schon wieder los online. Und bin mal sehr gespannt, wer das von Ihnen, von euch vielleicht auch schon mal erlebt hat, über einen sehr langen Zeitraum über so in so einer Situation zu sein, muss auch gar nicht jetzt Videokonferenz sein. Das ist ja auch, kann ja auch andere Sachen sein, man hat sich das Bein gebrochen, ist nicht mobil. Also Mobilität, Wahrnehmung, Räumlichkeiten, Möglichkeiten, all das zahlt ja darauf ein. All das ist mit da drin und vielleicht gibt es auch Vergleichsmomente, Vergleichsmodelle. Ich habe was Ähnliches erlebt, vielleicht in einem anderen Kontext, das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. In dem Sinne, so viel von heute, bis bald, ciao.